Dr. Ella Brandt und Schwester Andrea erwarten auf der internistischen Station einen Patienten mit Verdacht auf eine Leberschädigung. Er wird von seiner Ehefrau begleitet. Sie sind der Herr Kleinst? Ja, genau. Herr Kleinst war angekündigt aus der Notaufnahme. Ja, alles gut. Das sagte ich, das scheint. Ja. Einmal haben wir auch noch den Bericht von der Notaufnahme dabei. Blut wurde abgenommen, starke Oberbauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Ich bin Frau Brandt, bin Ihre Stationsärztin. Hallo, ich bin Silvia Kleinst. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal ins Arztzimmer. Ja, alles gut. Vor der Untersuchung des Patienten führt die Ärztin zunächst eine Anamnese durch. Die Ursache seiner Schmerzen wird Dr. Ella Brandt noch überraschen. Erzählen Sie bitte kurz, seit wann haben Sie die Beschwerden? Also, schon seit einigen Wochen ist mir immer wieder schlecht und so ein bisschen schwindelig. Ich bin auch krankgeschrieben, Grippe. Aber jetzt so seit 2 Tagen richtig Schmerzen. Und jetzt dachte ich, okay, vielleicht gibt sich das wieder. Aber über Nacht ist das so schlimm geworden. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen, ob wir nicht besser in die Notaufnahme sollen. Seit wann hat sich Ihre Haut verfärbt? Ist Ihnen bestimmt aufgefallen, ne, dass sie einen gelblichen Schimmer hat? Also, seit gestern Abend war noch alles in Ordnung. Und dann heute Morgen, also mit den Schmerzen. Ja, sie schaut mich an dann heute Morgen und denkt, mein Gott, warum bist du so gelb? Und haben dann, Sie auch Fieber? Leichtes Fieber, also leichtes Fieber, so ein bisschen schwimmerig oder so. Okay, gut. Also mein Vorschlag wäre, wir fahren jetzt mal rüber ins Behandlungszimmer. Dann werde ich Sie untersuchen und auch gleichzeitig einen Ultraschall machen, um zu sehen, ob wir da irgendwas finden. Genau. Ja? Wenn ein Patient so sehr gelb ist, also wir sagen ikterisch, dann wissen wir sofort, dass da definitiv was mit der Leber nicht in Ordnung ist. Aber was stellt sich später raus? So, ich werde Sie jetzt mal kurz untersuchen, den Bauch. Ich mache das ganz vorsichtig und Sie sagen mir, wo es am wehsten tut. Okay, ja? In Ordnung. Hier geht's schon los. Oh. Ah, Arsch. Okay, gut. Also, da will ich Sie weiter auch gar nicht quälen. Es ist auf jeden Fall im rechten Oberbauchbereich, Leber, Gallenblase. Gallensteine sind ja nicht bekannt bei Ihnen, ne? Nicht, dass ich wüsste. Nein. Okay, wir machen einen Ultraschall und dann wissen wir mehr. Und dann schauen wir, was sich weiter ergibt. Aufgrund der lokalen Schmerzen vermutet die Internistin, dass der Patient ein Geschwür in der Leber haben könnte. Das Ergebnis des Ultraschalls gibt jedoch Rätsel auf. Etwas vergrößert, aber also hier ist eine Struktur, die nicht so ganz dahin gehört. Und möglicherweise sind auch die Gallengänge ein bisschen gestaut, was dann auch die Gelbfärbung begründet würde. Im Ultraschallbild konnte man eine Struktur erkennen, aber auch nicht unterscheiden, ist das jetzt eine Zyste, ein Abszess, ein Tumor. Eine Struktur, die auf die Gallenwege gedrückt hat und damit den Gallenabfluss behindert hat. Also, das ist mir sehr wichtig, aber sind das Anzeichen auf Krebs oder sowas, Leberkrebs oder so? Können Sie mir dazu schon was sagen? Also, dazu kann ich Ihnen jetzt noch nichts sagen. Das ist natürlich immer die größte Befürchtung. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, die eben Ihre Beschwerden verursachen. Aber das müssen wir weiter abklären. Und das heißt, es würde sich jetzt wirklich ein MRT anschließen. Ist eine Untersuchung, wo wir aber ganz genau sehen können, was da los ist. Wenn man im Ultraschall oder überhaupt von einem Geschwür, einem Knubbel, einem Tumor oder so spricht, dann ist natürlich sofort die große Angst, es ist Krebs. Und da gilt es, den Patienten erstmal ein bisschen zu beruhigen. Man kann es natürlich nicht 100% ausschließen, aber es müssen einfach weitere Untersuchungen vorher folgen, um der Ursache näher zu kommen. Ich habe hier einmal die Blutergebnisse von dem Herrn Kleinst. Vielen Dank. Danke, danke. Kannst du bitte dafür sorgen, dass er ein Zimmer hier auf Station bekommt? Ja, na klar. Ja? Dann bereiten wir eins vor. Heißt, ich bleibe über Nacht, oder? So ist es, ja. So ist es. Also wir müssen jetzt einfach noch ein paar Untersuchungen machen, um hoffentlich die Ursache zu finden. Kurze Information zu den Blutwerten. Es hat sich das bestätigt, was wir besprochen haben. Die Leberwerte sind erhöht und auch das Bilirubin, was für die Gelbfärbung der Haut ist. Jetzt heißt es weitere Untersuchungen
um zu sehen, woher es kommt. Ja, bei der Ultraschalluntersuchung kann man häufig nicht ganz exakt die ganzen Strukturen erkennen, weil der Bauch luftüberlagert ist. Und in so einem Fall wie jetzt bei diesem Patienten, wo eine unklare Struktur im Bereich der Gallenwege war, ist einfach die Aussagekraft eines MRT einfach wesentlich höher. Die Bilder aus der Radiologie widerlegen den Krebsverdacht zum Glück. Trotzdem entdeckt die Internistin eine deutliche Auffälligkeit, über die sie mit ihrem Patienten sprechen muss. Hallo, Herr Kleinst. Oh. Hallo. Ah, zu Ihnen wollte ich. Zu mir? Ja. Ja, okay. Augenblick. Was machen Sie da? Zahnreinigung mit diesen Sticks hier. Das hatte ich vor 5 Wochen hatte ich eine Parodontosebehandlung. Da haben die gesagt, ich soll so. Aber Sie sind da heftig am. Soll ja sauber werden, ne? Ja, gut. Kommen Sie am besten mal mit. Ja. Hallo. Hallo. So, wo ist Ihr Bett? Da. Ja, bin ich positioniert. Wie geht's Ihnen denn? Haben die Schmerzen ein bisschen nachgelassen? Ja, die Schmerzmittel wirken langsam ein bisschen, aber es ist immer noch so ein drückendes Gefühl. Okay. Herr Kleinst, wir haben jetzt das MRT-Bild. Und es ist so, dass man hier wirklich einen kleinen Fremdkörper in der Leber sehen kann, wo sich ein Abszess drum gebildet hat. Aber was heißt denn Fremdkörper? Ja, das ist die große Frage. Richtig erkennen können wir das nicht. Auf jeden Fall muss es raus. Also da besteht überhaupt keine Diskussion. Können Sie sich irgendwie erinnern, dass Sie irgendwie vielleicht was verschluckt haben? Überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Also normalerweise ist es ja so, bei Kindern hat man das ja oft, dass die Murmeln verschlucken oder so. Ja. Solange die Gegenstände rund sind, sind die eigentlich nicht gefährlich. Die werden auf einem normalen Weg wieder ausgeschieden. Mhm. Aber wenn das hier so ein spitzer Gegenstand ist, dann besteht die Möglichkeit, dass der sich durch die Magenwand durchpiekst, in den freien Bauchraum gelangt und sich irgendwo einnisten kann. Im MRT konnte man deutlich einen kleinen, spitzen Gegenstand in der Leber erkennen und dazu begleitend eine Abszessbildung. Also das war auf jeden Fall ein Befund, wo sich unbedingt eine OP anschließt. Wenn Sie noch Schmerzmittel brauchen, schälen Sie bitte. In Ordnung, ja? Alles klar. Ja. Brauchen Sie nicht auszuhalten. Okay, danke sehr. Okay. Danke sehr. Gut, vielen Dank. Bis morgen. Bis morgen. Okay. Da der Fremdkörper noch weiteres Gewebe verletzen könnte, wird er schon am nächsten Morgen operativ entfernt. Der Eingriff verläuft gut. Wenige Stunden später will die Internistin dem Patienten zeigen, was er verschluckt hat. Wir haben den Fremdkörper. Okay. So, jetzt stelle ich Ihnen mal eine Frage. Wissen Sie, was das ist? Nicht anfassen, mal gucken. Ich kann es nicht genau erkennen, keine Ahnung. Ich aber, wahrscheinlich. Ich habe Sie neulich beobachtet, wie Sie sich Ihre Zahnzwischenräume mit aller Leidenschaft gesäubert haben. Mit diesen Zahnbürstchen. Genau. Das ist eine Spitze davon. Haben Sie da welche noch von? Gucken Sie mal bitte. Schatz, wenn Sie mal im Bad schauen, ob da noch welche von da sind, dass man das. Also es würde mich sehr wundern, wenn ich mich vertue. Sie erkennen es. Also jetzt muss ich sagen, darf ich noch mal ganz kurz sehen? Es könnte vielleicht die kleine Bürste vorne sein. So ist es. Die Ursache ist gefunden, ist rausoperiert worden. Und das Einzige, worauf er dann vielleicht mal achten sollte, ist vielleicht im normalen Maß die Zähne zu pflegen. Tatsächlich. Der Patient hatte nicht bemerkt, ein Stück des Zahnreinigungssticks verschluckt zu haben. Seine OP-Narbe verheilt gut und schon 2 Tage später kann der Mann die Klinik verlassen. Er behält keine Folgeschäden zurück und auch seine Hautfarbe reguliert sich wieder.